wissen Sie? Kriegst du, ich hab schon bezahlt. Ja. Hast du schon bezahlt? Ja. Super, danke schön. Ciao, ciao. Ciao. Oh. Danke. Morgens bist du verklatscht? Morgens bin ich richtig, richtig voll neben der Spur. Gut, nur morgens auf jeden Fall. So manchmal komme ich auf Arbeit an und denke mir, ja, wie ich bin nicht hingekommen. Nur morgens, ja? Ja. Mhm. Aber krass. Hallo zusammen, ich bin im Bikepark Winterberg im Sauerland. Und von hier aus stelle ich euch meine Top 5 Autos für die Rennstrecke vor, heckangetrieben. Ist das letzte Video, da ging es um die frontangetriebenen Autos und genau nach dem Schema stelle ich euch heute die Top 5 heckangetriebenen Autos vor. Dabei sind diese 5 Autos nicht nach meinen Favoriten skaliert. Das heißt, weder Auto Nummer 1 noch Auto Nummer 5 ist mein Top-Favorit, sondern ich habe das Ganze nach dem Anschaffungspreis im Gebrauchtmarkt skaliert. Heißt, Auto Nummer 1 ist besonders günstig in der Anschaffung und Auto Nummer 5 ist in meiner Skalierung das teuerste. Ich berücksichtige hier wirklich nur den Anschaffungspreis im Gebrauchtmarkt, die meiner Meinung nach eine gute Basis für die Rennstrecke bieten. Und ich werde zwischendurch ein paar Mal aus der Puste sein und dementsprechend ist die Soundqualität nicht so top, aber dafür müsst ihr mein Gesicht nicht sehen. Ich denke, das ist ein guter Deal und vorab stelle ich euch aber erstmal meine Rennmaschine hier vor. Das hier ist meine Rennwaffe, wie ihr seht. Vorne KW Clubsport Competition 5000, hinten Bilstein B1200 Fahrwerk. Dazu habe ich hier Shortshifter und natürlich ein Doppelkupplungsgetriebe. Semi-Slicks vorne wie hinten. Hinten ein bisschen runter, da massiver Heckantrieb, angetrieben durch 2 Zylinder. Wie ihr hier seht, jeweils 5 Liter und dazwischen ein kleiner Turbolader. Der ist zwar nicht groß, aber macht verdammt viel Umdrehung. Ja, das ist mein Track-Tool für heute. Carsten, hallo Carsten. Hallo. Junge, hör auf, in die Karre zu fahren die ganze Zeit. Lass mich mal kurz meinen Zettel hier lesen. Also, Strecke beginnt. Mein erstes Auto und das in der Anschaffung. Günstigste Auto, Mazda MX-5. Zugegeben, nicht das schnellste Auto, aber die Dinger machen mega Spaß und bieten einen geilen Einstieg für die Rennstrecke. Sind super schöne, leichte Heckantriebler. Oh, muss ich kurz arbeiten, um dran zu bleiben. Die Ersatzteilkosten bei dem Auto sind wirklich erstaunlich gering und was ich aber noch viel cooler finde, die Tuningteile. Die Tuningteile kosten wirklich einen Bruchteil im Vergleich. Sogar Turbo-Kits, die für manche Autos fast unbezahlbar sind, für Mazdas echt ein Witz im Vergleich. Ist das Ding für mich auf Platz 1, weil übrigens, das geht auch einher, also maßgeblich ist halt echt das Gewicht dafür, dass die Dinger so günstig sind, auch im Unterhalt, ne? Weil der Verschleiß ist halt viel geringer. Ja. Und ja, wenn du überlegst, was für eine Kraft du brauchst, um 1,5 Tonnen abzubremsen oder eine Tonne abzubremsen. Ich weiß gar nicht, was das nächste war. Klassiker. 3er BMW, musst du ja irgendwie nennen, ne? Kommst du nicht drum herum, auch wenn ich es gerne skippen würde. Aber geht nicht. Also ganz typisch E36, E46. Ja. Wobei ich glaube, repräsentativer für die Rennstrecke ist ein echter E36. Weil du den einfach mega oft siehst. Und die sind auch noch in der Anschaffung auch noch günstig. Ja. Und der Vorteil bei denen ist, du kannst viele aufgebaute im Netz finden. Ich glaube, es gibt kein Auto, wo du so viele bereits aufgebaute Tools im Netz findest. Ja, das glaube ich. Aber da würde ich auch sagen, Vorsicht, ey, weil die sind in der Anschaffung günstig, aber es ist echt schwierig, einen guten zu finden. Ja. Weil die volle Kanne durchrosten. Bitte? Damals hast du ja nicht so die Gedanken über das Rostkonservieren gemacht. Ja, aber gerade die Wagenheberaufnahmen und so, das ist echt pain in the ass. Boah, Alter, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, das ist echt krass. Ständig auf meinen blöden Zettel gucken.
Freeride. Freeride. Oh, oh. Are you ready? Okay, ich probier's mal, euch den GT86 auf der Strecke vorzustellen. Ist eine etwas anspruchsvollere Strecke. Das ist die Freeride im Bikepark Winterberg, auf der wir uns befinden. Tut nichts zur Sache. GT86, eines meiner Lieblingsautos. Okay, das Auto ist zugegeben ein wenig schwach auf der Brust mit seinen 200 Sauger PS, Vierzylinder Boxermotor. Und das ist auch der Punkt. Oh, fuck. Und das ist auch schon der springende Punkt. Ich finde das Antriebskonzept genial. Extrem geringer Schwerpunkt, allgemein geringes Fahrzeuggewicht. Und dazu kommt das Auto serienmäßig mit einem Sperrdifferential, was leider nur noch die Japaner so wirklich machen. Wenn du bei den deutschen Herstellern eine Sperre haben willst, dann musst du gleich ins große Regal greifen, à la M, AMG etc. Moment, muss ich mich einmal kurz konzentrieren, sonst verpasse ich den Sprung. Was mich am GT86 fasziniert, ist wie so oft das geringe Gewicht und die Unterhaltskosten sind wirklich gering. Die Tuningteile sind ein Traum, denn es gibt ungewöhnlich viel Tuningpotenzial an Teilen in Deutschland, was für Japaner ja gar nicht so üblich ist. Was? So, auf der North Shore Strecke hier stelle ich euch meine Nummer 4 vor. Und hier weiß ich jetzt schon, dass ich nicht viel Zuspruch finden werde von euch, denn meine Nummer 4 ist der Nissan 370Z. Ich weiß, ich habe es vorhin schon beim Toyota gesagt, dass es eins meiner Lieblingsautos ist, aber das trifft definitiv auch auf den 370Z zu. Ich liebe dieses Auto. Und das ist auch wirklich eines der wenigen Autos, wo ich diese Liebe gar nicht mal technisch begründen kann. In dem Fall ist es wirklich etwas oberflächlich. Die Optik, das Fahrgefühl und der Sound finde ich einfach absolut genial bei dem Auto. Leider ist der Anschaffungspreis etwas hoch im Vergleich zu den anderen. Daher auch auf Platz 4. Boah, hier muss ich mich kurz konzentrieren. Okay, ich kann gleich wieder reden. Moment, der fährt mir sonst weg. Ich glaube, die Strecke sieht hier entspannter aus, als sie ist. Auf dem Video sieht alles immer sehr langsam aus. Aber Hendrik macht hier keine halben Sachen. Okay, stehe im Weg, kein Problem. Ach ja, ich muss ja noch zu Ende erzählen. Genau, leider ist der Einschaffungspreis etwas hoch. Und was ich dazu sagen muss, man muss leider sehr viel Mühe, Arbeit und Geld investieren, um das Auto tracktauglich zu machen. Denn wir sprechen hier von einem recht schweren Auto, was Temperaturprobleme von Haus aus mit sich bringt. Nicht nur die Öltemperatur des Motors, auch vom Getriebe und Differential etc. Das heißt, da muss man wirklich viel nachrüsten, bis das alles richtig funktioniert. Dennoch ist es für mich ein verdammt schönes Auto und ich freue mich jedes Mal, wenn ich so ein Teil auf der Rennstrecke sehe und sehe, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, dieses Auto so umzubauen, dass es funktioniert, da geht mir das Herz auf. Und jetzt muss ich mich im letzten Part nochmal konzentrieren und einfach nur fahren. Weil wenn ich hier einen Fehler mache, kann es Probleme geben. Das ist ein Kerl, ne? Du trägst halt als Typ keine Leggings beim Downhill fahren, Alter. Was soll denn aus dem armen Jungen werden, ne? Nix. Schade. So, jetzt habe ich Hendrik hinter mir, das heißt, ich muss mich besonders konzentrieren, denn der Junge ist ziemlich am Pushen und da muss ich mich ranhalten. Und dafür habe ich mir die Nummer 5 aufgespart, denn zu Nummer 5
gibt es nicht viel zu sagen. Ein traumhaftes, auf zu lachen da hinten, ein traumhaftes Auto, BMW M2. Von den Anschaffungskosten her natürlich das teuerste Auto, somit auf Platz Nummer 5, aber ein Auto, was einfach verdammt gut funktioniert. Zum Unterhalt kann ich gar nicht so viel sagen, aber wirklich günstig wird es nicht sein, denn Vorsicht, wegen großer Bremse, breite Reifen, viel Verbrauch etc. Aber für mich das allerschönste Antriebskonzept, 6-Zylinder, 3 Liter, Biturbo, Sperrdifferential und Doppelkupplungsgetriebe wahlweise, mehr geht für mich nicht. Aber gut, das spiegelt sich natürlich dann auch im Preis wieder. Daher ist das meine Nummer 5. Und ja. So, ich hoffe, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie die Soundqualität ist, ob das alles überhaupt brauchbar ist. Denn wenn nicht, muss ich alles nochmal von vorne erzählen. Dann hat das mit der Idee, mit den Abfahrten hier nicht geklappt. Außerdem geht mir das gerade tierisch auf den Sack, dass Hendrik von hinten so am Pushen ist. Oh, Eichhörnchen! Oh, zu weit. Oh, diesen letzten Absprung hasse ich. Ich hasse es, links rauszuspringen. Oh! Holy moly. Ja, wie soll ich denn trinken, um den Helm abzunehmen? Ich nehme den Helm einfach ab. Ja, ich bin hier komplett verkabelt mit der ganzen Scheiße. Keine Scheiße mehr labern. Dann muss ich dich komplett rausschneiden, ne? Oder sag mal gar nichts, wenn's geht. Das ist beim E-Bike, beim Trampeln im Teutoburger Wald, flug die Pedale raus. Ja, Inlager ist okay. Das bei mir aber auch an eben bei der Kette, ne? Das ist halt, das ist okay. Ja, warte. Zeig doch mal. Okay. Ach, nimmst du schon auf? Ja. Okay. Muss hier rausschneiden. Ja klar, muss ich rausschneiden. Ich glaube, es ist auch viel Kacke. So, wir sind fertig. Mich würde interessieren, ob ihr noch, beziehungsweise ich wette auch die anderen User interessiert, ob ihr noch gewisse Schwachstellen kennt zu den einzelnen Autos, die ich aufgelistet habe. Oder auch wie beim letzten Video, was eure Top-Favorites sind und ob es ein Auto gibt, was ich wirklich komplett vergessen habe, beziehungsweise wo ihr sagt, das muss auf jeden Fall in die Auflistung, weil das ein 1A-Track-Auto ist. Klar, sich auf 5 zu beschränken, ist relativ schwierig, denn die Auswahl ist relativ groß, aber ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Bis dann, haut rein. Joker sagt tschüss. Ciao. Ciao.